Heute gibt es fürs Physikabitur Tipps für 15 Punkte. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Physik war eine der Abiturfächer, wo ich selbst 15 Punkte erzielt habe. Deswegen werde ich heute meine besten Ratschläge mit euch teilen, wie ihr das Ganze auch schaffen könnt. Grundlegend für jeden Erfolg ist natürlich immer die Motivation. Und die, finde ich, ist bei Physik, wenn du jetzt nicht von vornherein sagst, oh, Physik will ich nicht, gar nicht mal so schwer zu bekommen. Weil Physik ist wirklich ein Fach, was sich im Prinzip mit dem Grundverständnis der Welt beschäftigt. Denn alles ist im Prinzip Physik. Und wenn du verstehst, warum ein Apfel vom Baum fällt, wenn du verstehst, wie die allerkleinsten Teilchen jedes Objekts aufgebaut sind, das sind einfach total interessante Sachen, wenn man sich eben darauf einlässt. Und deswegen würde ich mir das bei Physik wirklich zu Herzen nehmen, zu verstehen, dass was du da lernst, wirklich was mit dem realen Leben zu tun hat und wirklich dafür sorgt, dass du eventuell über die gesamte Welt ganz anders denkst, weil du auf einmal merkst, Moment mal, alles hat nur diese mini kleinen Atome und alles ist darauf ausgebaut. Das ist ja irgendwie total krass. Oder auch wenn es um die Sterne und Planeten geht, das sind ja Dimensionen, auf die du sonst gar keinen Blick bekommst. Und sich das vor Augen zu halten und daraus seinen Antrieb zu schöpfen, ist, glaube ich, extrem wertvoll. Aber nur mit viel Motivation kommen wir natürlich für 15 Punkte nicht weit. Deswegen ganz entscheidend als zweiter Punkt, der hilft in meinen Augen auch vor allem den Leuten, die zu Physik bisher keinen so guten Zugang hatten, extrem. Aber auch den Leuten, die schon gut sind, die kann das Ganze jetzt nochmal pushen. Und zwar, in Physik habt ihr im Prinzip zwei Arten von Wissen. Zwei Arten von Stoffelementen, die ihr lernen müsst. Und mit Stoffelementen meine ich nicht irgendwas Chemisches, sondern wirklich Teile des Lernstoffs, den ihr lernen müsst. Und zwar gibt es zum einen einfach Grundannahmen, die du einfach akzeptieren musst. Beispielsweise, dass Elektronen negativ geladen sind und dass die sich mit Protonen anziehen. Da gibt es dahinter nicht mehr zu verstehen, als einfach von dem, zumindest was vom Stoff gefordert wird, dass du einfach weißt, okay, das ist so. Und das ist ganz entscheidend, dass du verstehst, dass es Dinge gibt in Physik, die du im Prinzip einfach auswendig lernen musst oder halt einfach akzeptierst. Das bedeutet, okay, Elektron, Proton zieht sich an, ist einfach eine Grundannahme, das ist so, wenn dir es beigebracht wird, dann akzeptierst du das und damit kannst du im Prinzip arbeiten. Und aus diesen ganzen Grundannahmen gibt es ja ganz, ganz viele, je nachdem welchen Versuch ihr gerade durchnimmt oder was weiß ich alles, welches Thema, gibt es verschiedene Grundannahmen. Und aus diesen Grundannahmen resultieren dann immer mehr Schlussfolgerungen. Und das ist dann was, was du wieder verstehen kannst. Weil beispielsweise ein Elektron und ein Proton zieht sich an und dann ist es noch so, dass sich ein Elektron und ein Elektron abstoßen und dann, keine Ahnung, habt ihr einen Versuch, wo ihr, keine Ahnung, ist ganz simpel, zwei Metallteile aneinander hält und die sind beide negativ gepolt, warum das dann schwieriger ist, die zusammenzubringen oder irgend sowas in die Richtung, ja? Und wenn du das, dann kannst du sozusagen das immer schön aufgliedern. Was sind Grundannahmen, die ich einfach nur akzeptieren muss? Einfach nur Sachen, wo ich einfach nur merken muss, okay, das ist so. Und was sind dann die Schlussfolgerungen, die wir aus diesen ganzen Grundannahmen ziehen können? Und hier in diesem Bereich geht es dann immer darum, das Ganze zu verstehen. Und viele denken immer, oh ja, ich verstehe Physik nicht. So, hä, warum ist es so? Aber ganz, ganz viele Dinge gilt es einfach nur zu akzeptieren. Und wenn du die Dinge akzeptiert hast, dann ist es ja eigentlich total logisch, dass aus diesen ganzen Sachen die ganzen Schlussfolgerungen entstehen und dann ist eigentlich viel, viel leichter, auch vom Kopf her, vom mentalen Rahmen, die Struktur da gut zu erfassen und so kriegt man einen viel besseren Überblick über den Stoff und kann meistens so viel besser lernen. Und schlussendlich ist diese ganze Struktur extrem wichtig, weil in meinen Augen, was 15 Punkte in Physik, egal ob du jetzt mündliches oder schriftliches Abitur hast, was das einfach ausmacht, ist, dass du strukturiert arbeitest. Das bedeutet, wir nehmen wieder den Tipp von vorhin her, es gibt Grundannahmen und es gibt Schlussfolgerungen daraus. Und dann, wenn du beispielsweise irgendeinen Versuch erklären sollst, dann arbeite da sehr strukturiert. Das wird dir wesentlich mehr Punkte bringen. Zum einen, weil es einfach schöner und klarer aussieht, zum einen anderen aber auch, weil du vom Kopf her ganz anders rangehst. Du schreibst dir einfach zu dem Versuch als Antwort mal alles, was du so weißt, sondern du überlegst dir im Vorhinein, was will ich alles hinschreiben. Machst dir im Prinzip davor im Kopf schon einen gewissen Plan, was wann kommt und wie das Sinn macht und kannst so dann eben viel, viel besser arbeiten und deckst garantiert alle Punkte ab. Und da würde ich dir von der Vorgehensweise es wieder so
empfehlen, wie ich es gerade beim zweiten Tipp schon erklärt habe, guck dir an, was sind in diesem Versuch die Grundannahmen. Beispiel, Elektronen und Elektronen stoßen sich gegenseitig ab. Dann schreibst du das erstmal hin. Grundsätzlich ist es so, Elektronen und Elektronen stoßen sich gegenseitig ab, weil sie beide negativ gepolt sind. Und dann schreibst du das mit den, dann kannst du auch das mit dem Proton schreiben, wenn es für den Versuch relevant ist. Und dann sagst du, weil das so ist, stoßen sich zwei negativ geladene Platten ab. Und all diese Sachen, das ist natürlich dann in den größeren Themenbereichen und in den schwierigeren Versuchen viel komplexer, aber nur, dass ihr die Struktur versteht. Weil wenn ihr die Struktur beibehaltet, auch vor allem im mündlichen Abitur, wenn ihr da präsentiert, da passiert es voll oft, dass man einfach so rauslabert. Oder auch wenn ihr eine Abfrage habt. Man labert einfach immer nur raus. Aber wenn du im Vorhinein überlegst, okay, was ist jetzt in Bezug auf die Fragestellung? Was sind die Grundannahmen und was sind die Schlussfolgerungen? Kannst du auch vom Kopf her viel besser arbeiten, viel besser sprechen auch oder eben auch in den Aufgaben, wenn du schriftliche Abitur hast, viel schöner das Ganze hinschreiben und dem Lehrer wird es einfach extrem gut gefallen, weil wenn du 15 Punkte willst, muss das auch einfach von der Form her so aussehen. Da ist der Inhalt natürlich mega wichtig, weil wirklich für 15 Punkte muss einfach die Form, die Struktur, wie du das Gesagte, wie du das Geschriebene präsentierst, auch einfach stimmen. Und deswegen ganz, ganz entscheidend, dass du da in Physik sehr strukturiert arbeitest. Das waren meine wichtigsten drei Tipps zu Physik. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ich wünsche euch, dass ihr ganz, ganz viel Erfolg im Abitur habt für alle von euch, die Physik im Abitur haben. Ansonsten freut es mich natürlich, wenn ihr dieses Video, da oben ist, glaube ich, für euch dieser Button, wenn ihr einmal auf dem Bildschirm so drauf drückt, dann kommt hier rechts oben, glaube ich, dieser Share-Pfeil, wenn ihr das einfach in eine Klassengruppe schickt oder euren Freunden oder sonst irgendwas oder irgendwem, der auch Physik-Abitur hat, dass dem das Ganze hilft. Das würde mich mega freuen. Ansonsten Daumen hoch, Abo, ihr kennt das YouTube-Spiel, brauche ich nicht erklären. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube an euch und wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.